Lass essen, würde ich sagen. Ja, Mann. Lass essen. Ja, Mann. Nein! Ich kann noch ein bisschen essen. Jawohl. Ich trinke jetzt mein Essen an. Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind hier in München, München Fight Club. Und wie gesagt, wir sind jetzt auf einem offenen Sparring eingeladen worden. Und wir werden euch ein bisschen was zeigen. Ist auf jeden Fall ein geiler Club. Wir werden euch auf jeden Fall auch alles einblenden, die Straße. Und wird ein geiler Tag. Viel Spaß beim Zuschauen. Us. Us. Für mich so, weißt du? Ja, du so immer wieder was Neues. Immer was Neues, aber ich feiere das. Geht man dann auf Toilette und so? Nein. Ich muss 75 kämpfen. Ja, ich gehe auch runter dann auf jeden Fall. Wie viele Kämpfe hast du schon? In MMA keiner, aber Taekwondo und Boxen. Aber Taekwondo hast du viel. Ja, 6 Jahre lang. Da habe ich sehr viel gekämpft. Und jetzt wie lange waren wir? Seit 3-4 Monaten. Ich arbeite auch. Jeden Tag. Samstag auch. Was arbeitest du? Ich will Automobil kaufen. Man merkt ganz anders, aber man wird nur besser dadurch. Deswegen, wir geben Gas, wir machen weiter. Und wir bleiben dran. Aber sehr geil. Sehr intensiv.
Geiler Club einfach. Ich kann jedem weiterempfehlen. Super.
Aber die Antwort ging eigentlich schnell. Ja, ist Stunde 50, Stunde 20. Das war der Aufwand. Ah, die hast du dann wieder und dann. Sag mal, wie war dein Training jetzt? Also ich muss sagen, hey, wir waren heute in München gemeinsam, hatten eine gute Sparringsrunde, war auf jeden Fall eine ziemlich gute Erfahrung mit harten, guten Leuten, wo man auf jeden Fall definitiv nur lernen kann. Ich kann euch auf jeden Fall diese Stunde hier in München auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Von nichts kommt nichts, hart arbeiten, weiter trainieren, weiter Erfahrung sammeln und nächstes Mal wird es besser aus. Also wir sind jetzt fertig. War auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Sparring. Ich glaube, man kann es auch uns ein bisschen ansehen. Kommt auf jeden Fall vorbei. Jeden Samstag ist offenes Sparring. Checkt den Club ab. Wir verlinken euch die Adresse. Und ja, Mann, vielen Dank auch nochmal an den Club, an die Besitzerin. Ja, Mann. Us. Us. Was sagst du heute, Michi? Heute so mit dir, so Boden war schon ein bisschen besser, Alter. Ja, ja, Mann. Aber schon, bin ich auch mehr rausgekommen. Nein, ich weiß was, aber es war die letzte Woche. Voll heiß geworden. Ja, Bro. Boah, aber du weißt nie in Deutschland, vor allem wir sind in München. Ist ja teurer. Was? Chinesisch? Also, oder? Ja, oder? Sollen wir einfach einen Döner fetzen? Ja, fetzen. Ja, Mann. Einfach aber pass auf, wo ich da. Einfach ein Döner auf Holzniveau. Aber lass draußen gleich, oder? Ja, ja, komm, lass noch hier rein. Wie lange ist es so? Ganze Zeit. Jährlich, Monat, ich meine halt. Das deutsche Vaterland. Also wir sind jetzt fertig mit dem Sparring. Haben auf jeden Fall sehr gut gegessen. Jetzt gehen wir mit den Jungs noch ein bisschen München anschauen. Und ja, man, war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Tag. Hat viel Spaß gemacht. Wird auf jeden Fall öfter so rauskommen, ja. Ab 30 sagt man im MMA, da ist deine ja, ultimative Prime. Deine Knochen sind ausgewachsen. Genau, das ist 35, 36, ja, genau. Und dann, ja. dann. Das ist deine beste Zeit. Und davor musst du halt richtig abgeben. Ja, ja, fix. Tzatziki, Tzatziki. Alles so. Oder sag einfach Tzatziki, Tzatziki, Alter. Tzatziki ist dann. Komm Leute, schmeißt mal Geld rein hier!
So, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. War auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Tag. Ich habe auf jeden Fall wieder sehr viel gelernt. Da sind auch Profis dabei, die bei NFC kämpfen. Wie gesagt, man kann nicht verlieren, man kann nur daraus lernen. Und das haben wir auf jeden Fall, jeder einzelne von uns hat heute sehr viel gelernt und Gas gegeben auf jeden Fall. Wie gesagt, es wird jetzt öfter zu was kommen, einfach Sparrings-Videos kommen, MMA und so weiter. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch, ein Abo da und lasst auf jeden Fall mir gerne einen Kommentar da, wie euch der Vlog so gefallen hat. Ja, Mann. Us.